Ken Duken, der Mann steht wirklich auf der Sonnenseite des Lebens. Privat ist er ein glücklicher Ehemann und Vater, beruflich ein gefeierter Schauspieler, der es bis nach Hollywood geschafft hat, in Inglourious Basterds zum Beispiel. Die wenigsten seiner Filme dreht er mittlerweile in seiner deutschen Muttersprache. Aber gestern wurde Deutsch gesprochen beim Münchner Filmfest. Meine Kollegin Christiane war dort. Sie haben sich schick gemacht. Ken Duken und seine Frau Marisa Leonie Bach auf dem roten Teppich. Der 38-Jährige feiert seine Premiere als Regisseur. Es ist ein besonderer Abend für die beiden. Total aufregend, oder? Ja, also. Nein, es ist natürlich irgendwie, ich habe es ja heute schon im langen Gespräch gesagt, es ist gerade nicht in Worte zu packen. Irgendwie freue ich mich gerade einfach nur, ich habe die Hose voll. Eine Stunde vorher, Ken Duken und seine Frau auf dem Weg zum roten Teppich. Bereits hier ist die Aufregung spürbar. Eine Spannung kaum auszuhalten. Was, wenn keiner kommt? Was, wenn der Film nicht gefällt? Im Moment einfach nur aufgeregt. Ich auch, jetzt geht's endlich los. Die Sorge unbegründet. Viele Kollegen sind gekommen. Schauspieler Torben Liebrecht, Götz Otto mit Protzkarre, Kai Wiesinger und Heinz Hönig. Er kam in Begleitung der Filmproduzentin Gabriele Lechner. Die beiden wirkten sehr vertraut. Ach mein Gott, wir sind auch ein Paar. Jetzt haben wir es aber raus. Alle wollten Ken Dukens Kinofilm sehen. Burling Falling, ein intensiver Thriller mit aktueller politischer Relevanz. Zwei Typen in einem Auto auf der Fahrt nach Berlin. Ebenfalls an Bord eine Bombe. Ken Duken ist Hauptdarsteller und Regisseur. Er hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. Dass er diesen Film auch noch in München präsentieren darf, ist die Krönung. München hat für mich so eine persönliche, krasse Bedeutung, weil es ist das Filmfest, wo ich wirklich meine allerersten Schritte gemacht habe. Im viel zu großen Anzug von meinem Vater, mich auf irgendwelche Veranstaltungen reingesneakt, ohne Einladung, über die Lieferanteneingänge oder sonst welche Tricks. Im Film spielt auch seine Frau Marisa mit. Die beiden sind seit 17 Jahren verheiratet und haben einen 7-jährigen Sohn. Nach seiner Geburt machte sie eine Schauspielpause, steigt aber seit einiger Zeit wieder ins Geschäft ein. Sohn Viggo wird konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten, durfte die Eltern aber schon mal am Set besuchen. Ja, das fand er, glaube ich, auch spannender als der Papa ist Schauspieler. Dass der Papa Regie macht, der kann der Papa sagen, wo es lang geht. Gestern Abend waren Ken Duken und seine Darsteller jedenfalls überglücklich. Und sein Foto der Premiere des ersten eigenen Films wird es sicher auch ins Familienalbum schaffen.